Seit 1871 produziert Continental in Deutschland Reifen und damit sind sie einer der letzten Hersteller, die das überhaupt noch tun. Hier im beschaulichen Korbach wird der neue Continental Der Baron 2.6 hergestellt. Alex, dann erklär mir doch mal, wie so ein Reifen überhaupt entsteht. Fangen wir am besten mal hier an. Also wir befinden uns hier an der ersten Station unseres Reifenbauprozesses. Hier kommt unser vorher aufgewickeltes Gewebe, wird auf die Maschine aufgespannt und unter die definierten Breite wird es zugeschnitten und dient als späteres Grundmaterial für unseren Reifenbauprozess. Cool. So, hier sind wir bei dem Grundmaterial für unsere Laufstreifen, unser berühmtes Black Chili Compound, welches wir handmade hier in Korbach herstellen. Cool, was ist denn da drin? Das kann ich dir leider nicht sagen, aber mit unserem Compound haben wir es geschafft, niedrigen Rollwiderstand und höchsten Grip in einem Compound zu vereinen. Und wie daraus ein Laufstreifen wird, das zeige ich dir am Extruder. Cool. Hier am Extruder formen wir aus unserem Grundcompound den späteren Laufstreifen. Am Extruder bzw. hier an der Schablone entstehen die späteren Laufstreifengeometrien. Und wo wir den am Reifen auflegen, das zeige ich dir jetzt. Cool. An dieser Maschine wird unser Reifen fertig zusammengebaut. Er besteht aus 6 Komponenten. Zuallererst das Grundgewebe, darauf kommt der Apex, die Faltkerne, die Protection-Lage, darauf kommt der Laufstreifen und zu guter Letzt unsere Baron-Labels. Aber wo ist denn da das Profil? Das zeige ich dir im nächsten Schritt. Hier befinden wir uns jetzt bei der Vulkanisation. Hier wird der fertig zusammengebaute Reifen quasi zusammengebacken. Durch die Vulkanisation formt sich bei 170 Grad und 16 Bar Druck das Profil in der Form aus. Hier haben wir jetzt einen fertigen Baron, der eigentlich nur noch verpackt werden muss und direkt bereit ist, zum Kunden geschickt zu werden. So, und jetzt gucke ich mir erstmal an, wie die Reifen überhaupt zum Kunden kommen. Boah, das ist aber ganz schön dunkel hier. Ich hätte mir was zu trinken mitnehmen sollen. Habe ich überhaupt meinen Herd ausgemacht?